Jo, Freunde, herzlich willkommen bei einem Unboxing von mir, aber diesmal werde ich nicht verraten, um was es sich handelt. Es ist ein Paketchen angekommen, so viel kann ich schon mal sagen, wie ihr wahrscheinlich auch sehen könnt. Und ich würde sagen, ich packe einfach mal aus mit euch. Erstmal. So. Setzt man hier vorne nochmal. Ah, Super Saiyajin. Ich wusste es doch, ich bin der Hulk. Freunde, aber psch, 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 nicht verraten. So, dann hier. Super Saiyajin. So. Und. Freunde, seht ihr das? Seht ihr das? Ist das geil oder ist das geil? Wie ihr vielleicht hier unschwer erkennen könnt, handelt es sich um die PlayStation 4. Und wenn solange das Turbo scharf gestellt ist, etwas, kann ich das mal rumdrehen. So, passt auf. Hier, vielleicht nochmal besser. Habe ich in Amazon ein Angebot gesehen und da dachte ich mir, hey komm, bevor du 600 oder 700 € dafür zahlst, schlägst du mal zu. Gesagt, getan. Jetzt tue ich das erstmal hier kurz wegräumen. Und das ist natürlich der Kassenzettel, den ich natürlich behalten werde. Ist ja klar, was ist das hier? Was? Ach, das ist einfach nur Polsterung, also nichts quasi. Dann räume ich hier erstmal alles hier wegräumen. Und gucken uns das gute Stück mal an, Freunde. Die PlayStation 4 in Jack Black. Jet Black. 500 GB. Ab 0 Jahren. Siehe da, werde das gesagt. Oh, hier oben ist noch abgesichert. Das bedeutet, hier machen wir auch nochmal auf. So. Na gut, so geht's auch. So. Und dann hier nochmal. Oder wie macht man das auf? So. Ich bin ganz nervös, Freunde. Ich bin ganz nervös. Ich bin so geschickt. Ich freue mich so wahnsinnig auf dieses Teil. So rausmachen. Jetzt muss ich das vielleicht irgendwie so. Ja, ich hab's doch gewusst. Und hier ist das Gute. Der gute Inhalt, Freunde. Hier ist gleich die PlayStation 4. Da ist der DualShock 4. Hier ist die Bedienungsanleitung. Ich will die Kamera halten. Vorne, hinten. Nichts Besonderes halt für eine Bedienungsanleitung halt. Der gute PlayStation 4 Controller, der Dual Stick oder DualShock. DualShock, genau. DualShock 4. Orgasmus, Freunde. Geil, wie der sich anfühlt. Hier oben das Touchpad, hier die Symbole. Steuerkreuz. Hier links ist der Share-Button, rechts ist der Option-Button. LED-Licht für Anmeldungen. Bla, USB zum Aufladen wahrscheinlich. Und hier unten auch wahrscheinlich USB oder irgendwie sowas. Und wahrscheinlich für Headsets oder Kopfhörer oder so. Fühlt sich sehr gut an. Ziemlich geil. Und das ist der DualShock 4. Nochmal. So. Das ist hier in der kleinen. Guck ich mal, was hier noch drin ist. Nicht erstmal das ganze Inhalt raus. Den ganzen Inhalt. So oben. Das scheint ein HDMI-Kabel zu sein. Sieht so aus. Das ist der Netzwerkanschluss, also das Netzwerkkabel. Und das hier für den Controller zum Aufladen. Sieht man hier an das kleine, kann man das gut erkennen. Und Kopfhörer. Weil ich habe auch schon mal von meinem guten Kollegen, dem Nai, habe ich auch schon mal gehört, da kommen hier aus dem Lautsprecher auch manchmal Infos raus von dem DualShock. Und hammergeil einfach nur. Und jetzt kommen wir zu dem wertvollen Teil. So. Tue ich das auch erstmal selten, um diesmal rauszuholen. Das Hauptprojekt quasi. Das Hauptprodukt so rum. Die PlayStation.
sehr begehrt, gerade auf dem deutschen Markt. Ziemlich teuer auch auf dem deutschen Markt, derweil. So von vorne, denke ich mal. Und so von hinten. Hier unten ist halt so die matte Seite und oben die glänzende Seite. Hier hinten ist wahrscheinlich das Hinterteil von der PlayStation 4. Also wenn man sie aufstellen würde, müsste man sie wahrscheinlich so aufstellen. Das wäre wahrscheinlich vorne und das hinten. Weil hier hinten ist nämlich HDMI, LAN und was Seltsames. Hier, da ist Optical, also optische. Hier ist das Netzwerk, wo das Netzwerk reinkommt, Netzwerkkabel. Und das war es hinten auch schon. Vorne Anschalter wahrscheinlich und CD. Hier wahrscheinlich. Hier USB, also für den Controller auch. Und ja, das war es auch schon. Soweit. Hier oben ist das CD-Laufwerk. Und dann hoffe ich mal, funktioniert die auch. Hier unten ist nämlich nichts. Außer vielleicht Lüftung und etc. Oben auch. Und ja, die werde ich natürlich nachher mal anschließen und mal testen, ob es überhaupt funktioniert. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, das kleine Unboxing von mir mit der PlayStation 4. Und da werden jetzt wahrscheinlich auch in nächster Zeit Gameplays folgen. Und ich hoffe, ihr schaut zu, weil euer Neron hier ist jetzt out. Lasst den dritten Schritt. Yes, sir. So, und da bin ich auch schon wieder, Freunde. Diesmal stellen wir jetzt hier meine neue erhaltene PlayStation 4 ein. Und zwar, wir sind ja in Deutschland, deswegen sprechen wir auch Deutsch. Gut, das war jetzt leicht überkandidelt. Und was gibt's hier? Beginnen Sie sich mit dem PlayStation 4 System einzurichten. Internetverbindung einrichten, PlayStation Kamera einschließen und Datum und Uhrzeit einstellen. Weiter! Netzwerkumgebung wird geprüft. Und hier schneide ich mal für euch, Freunde, weil das geht euch nichts an. Ciao, bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ja, jetzt zum nächsten Schritt. Die PlayStation Kamera, die habe ich aber leider nicht, wie ihr im Unboxing gesehen habt. Dafür war auch nämlich das eine unbekannte Kabel. Aha, jetzt wissen wir es. Aber die habe ich ja nicht, deswegen tun wir das überspringen. Und welcher Zeitzone bin ich? Bist du? Wir sind ja in Berlin. Deswegen mache ich. Also nicht Berlin, aber. Und wir haben 20:18 Uhr. Das dritte passt auch alles. Weiter. Stelle die Zeit ein, nach der sich ausmacht, wenn du sie nicht verwendest. Nach 4 Stunden, Spieler, nach 20 Minuten. Ja, machen wir auch erstmal so. Im Bereitschaftsmodus kann ich dich auf die nächste Verwendung vorbereiten. Wähle die Funktion für den Bereitschaftsmodus, die du verwenden möchtest. Wenn du nichts auswählst, schalte ich aus, ohne die Batterie schreiben zu wollen. Machen wir auch erstmal weiter. Akzeptieren. Klar, schon möglich, klar. Ist ja auch den ihr Produkt, deswegen dürfen die das. Aber mal Freunde, der Controller fühlt sich so hammergeil an. Aha. Ja gut, was war das jetzt hier? Sammeln von Informationen, Audio. Ja gut, das ist auch klar. Internetfunktion, das ist auch klar. Gewährleistungsschluss, Haftungsbeschränkung. Okay, das ist ja ein Unternehmen, Lizenzgeber schließen jede Haftung für Datenverlust ein. Gut, das ist auch klar. Vertragsausbruch, Entzug der Rechte. Sehen. Okay. Ich muss jetzt mal jemanden. Falls ihr es gehört habt, muss ich erstmal auf lautlos stellen. Gesetzformat, ja gut, das ist hoffentlich komme ich da nicht hin. Ja, komm. Für euch ist jetzt alles interessant, deswegen mache ich jetzt einfach mal akzeptieren. Das kann ich mir nochmal durchlesen. Die eine ist abgeschlossen. Erlebe dir viel Spaß. Jetzt starten. Systemsoftware-Version 1.6.1. So sieht das aus hier, mein und ja. So sieht das hier aus, meine Freunde. Neuigkeiten, The Playroom, live von der PlayStation, Internetbrowser, Bibliothek. Das hier ist mal das Hauptmenü quasi. Wenn ich immer hochdrücke, kann ich hier noch was gucken. Mitteilungen, Freunde, Nachrichten, Party, Profil, Trophäen. Oh, das ist ein bisschen traurig. Einstellungen und ausschalten und einschalten. Und hier ganz links ist der Store. Ja, jetzt werde ich mal wahrscheinlich erstmal mir das Konto hier wieder einrichten von meiner PlayStation 3. Und ja, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video so ein bisschen gefallen und Neron hier verabschiedet sich wieder mal und bis denne, Freunde. Lasst den dritten Schritt. Euer Neron hier ist out. Yes, sir.